Also willkommen zurück bei Enshrouded. Und bevor wir da weitermachen, letztens haben wir die Grabschleierkatakomben gemacht und bevor wir da weiter hinaufgehen ins Schreinerlager, was ich schon ganze Zeit sage, dass wir das machen, werden wir uns vielleicht die Flammen holen, dass wir unsere Flammenaltar aufwerten können. Ja, das war ein netter Gleiter. Schauen wir, wo der ist, wo man da überhaupt hinaufkommt. Ja? Da vielleicht. Schaut gut aus, oder auch nicht, ne? Oh. Ausgeheult. Oh. Jetzt wisst ihr aber, was kommt, ne? Das lasse ich mir nicht entgehen, Leute. Das ist so etwas gewesen. Das ist eine super geile Astquelle. Stein und Erde kommt halt ein bisschen mit, aber ist nicht schlecht, ne? Was man da Asteln rausgekriegt, ist nicht ohne. Da machen wir vielleicht so. So und so. Gönnen wir uns ganz einfach. Weiter geht's. Wie weit das runter geht, ne? Na, habe ich die. Wie weit geht das runter? Ha, geil. Geil, 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 geil. Die Äste. Leute, das hat jetzt ganz einfach mit dabei. Wie man da fröhlich Äste sammeln, ne? Ist es richtig, wir könnten uns natürlich auch einen Honig hineinhauen. Dann ist die Ausdauerregeneration natürlich noch schneller. Aber es ist mir jetzt gerade kurz wurscht. Wir machen das ganz einfach so. Graben uns ein schönes Loch, wo wir nie wieder rauskommen. Gibt es ja kaum was Schöneres, ne? Genau. Da klar. Muss ich wieder ein bisschen Luft holen. Wahnsinn! Also, dass es so weit runter geht, hätte ich ja es nicht gehabt, ne? Super, jetzt sind wir da die ganze Zeit immer dumm kasperlen und dann wird's Nacht, ne? Eh nicht schlecht. Kaputt, schön.
Dann machen wir das natürlich schnell so. Und reparieren. Zack. Und 83 Äste. Das ist geil. Das ist geil. Zack, Knochen kommen da hinein, Fleischerl kommt dort hinein. Ich werde auch noch das ganze Fleisch noch nicht braten, wer weiß, was die dann irgendwann einmal für Rezepte für uns hat. Und dann ärgere ich mich, dass wir das ganze Wolfsfleisch verbraten haben. Ich gebe eh schon eine Ruhe. Ja? Und wieder hinein. Na, ich mach's eh nicht. Bleibt so ruhig. Wir müssen da irgendwie auf. Glaube ich halt, ne? 78 Meter. Vielleicht sind wir auch auf der falschen Seite des Berges, ne? Das kann natürlich sein. Das müssen wir uns anschauen. Jetzt habe ich keinen blassen Schimmer. Da geht es aber nicht auf, oder? Oder doch? Aha. Das hat aber gesessen, ne? Würde ich jetzt einmal sagen. Wir werden das nicht da drin haben, oder? Na bitte, jetzt fangt er schon wieder damit an, ne? Na. Also das ist die Hochweidenwarte, die man da sieht von da. 78 Meter. Genau. Oh. Was ist das? Aha, da ist auch eine. Das ist ferne. Wissen wir noch nicht. Okay, geil. Na, schau, was wir da jetzt davon haben. Eine schöne Aussicht. Ziegenberg, ha? Beziehungsweise Schafberg? Schaf, der Schafberg. Ha? 17 Meter. Ja, das ist ein bisschen nichts da, ne? Aber wir haben raufgeschaut. Wurscht, wir haben es raufgeschafft. Das ist ja auch was Schönes. 12 Meter, 10, 9, 8, 7. Also genau da. Interessant. Na gut. Könnte man natürlich auch da oben segeln, ne? Da schauen wir dann, was ist ja die Frage. Das ist die Frage. Segeln wir lieber darüber und nutzen wir das, was wir da jetzt haben? Müssen wir mal auf die andere Seite von dem Berg schauen, ne?
Puh, ein bisschen viel mehr Asthma da, oder? Boah, was ist das Geiles? Gibt es da ein paar Jägerin wahrscheinlich. Schein der Flamme. Das heißt da. Aber nicht im mehr Asthma, oder? Das ist ein Wegpunkt und das ist ein Schrein der Flamme. Da rüber müssen wir eigentlich, ne? Meter. Probieren wir es? Was sagt ihr jetzt dazu? Aber ja. Aber ja, probieren wir es. Schau mal. Mal was. Das ist aber auch nur ein Wegpunkt, ne? Oder? Mehr Schafe in der Ruhe. Jetzt brauchen wir Honig. Echt arg. Da können wir im Miasma. Was ist das wirklich da oben? Es ist der Schein der Jägerin, ne? Ja, ist es. Das ist mein Charakter, unser Charakter. Schön. Also hier, da geht es überall raus, also das sollte man wieder rausfinden, ne? Eigentlich. Oh. Wer wo? Da. Aua, du. Arsche Loche. Wo war denn? Verstanden. Hm? Da war er. Rotlingsbeine, ne? Das war er nicht. Und der gestanden, zwei lustigen. Na, was ist da für ein Plopslerei da? 68 Meter? Ja, genau, na freilich, da habe ich einige, das ist eine gute Idee. Ui, der Schwede. Rechtzeitig. Das ist wieder so ein deppertes Nest noch. 77 Meter, das kann ja nicht stimmen, ne? Na, geschmeidig.
91. Okay, legt's mich doch mal kurz. So, schwupp. Kennen wir uns einmal. Wir kennen uns beides. Zack. Und zack. 100 Meter. Entfernen uns wieder immer weiter. Aha, wir müssen so um. Okay. Schön. Kommt da irgendwie rauf? Na, wenn wir da eine fliegen, sind wir hin, ne? Wird das hier aber ausgehen, oder? Probieren wir es ganz einfach. Ja. Dann nicht, dann bleibt er hin. 2 Minuten. Okay, da ist ein kleines Ding, wo man sich auf. Na, das sollte nicht runterjumpen. Da gibt es einen Brückerl. Was. Und da ist schon ein Grabeingang. Nimm mir Asthma, schön. Oh. Also laut dem müsste da eine Stelle sein, wo wir sicher sind. Schon, oder wie? In deinen Ausweg. Puh. Ja, also doch. Und wir müssen noch mal da um. Schein der Flamme. Das holen wir uns. Du hättest nichts übertreiben, ne? Über dass man irgendwie dann Dings, ne? Was soll denn das sein, bitte? Na gut, hätte ich glaube nicht, ne? Es wird Nacht auch schön, na, das ist ja geil. Man könnte das natürlich da. Könnte man machen, Leute. Wir könnten da einen Wegpunkt setzen. Was, wenn was ist, sind wir wieder da. Und dann haben wir es nicht gar so weit zum Hatschen, aber das ist ein breiter Weg. Pass auf, das werden wir auch machen. Und dann werden wir uns schlafen legen. Daheim. Flammenaltar herstellen. Zack. Und den stellen wir daher. So. Wunderbar. Wir reisen schnell nach Hause. Legen uns hin. Den Klumpert weg, dann reparieren. Auch wenn es nicht jetzt unbedingt notwendig ist. Es schadet aber nicht. Wir können uns unseren ausgeruht Buff holen. Das hat alles nur Vorteile. Max. Gehen wir auch gleich weg. Die Asteln haben wir kleiner. Haben wir wieder ein paar gekriegt. Fälle, das haben wir gekriegt. Das, Rotlingsbeine. Haben wir auch schon 2, 3, ne? Also keine Ahnung, ob man da wirklich mal so viel braucht.
Kriegt man aber auch Maß eigentlich ständig. Ja. Sehr gut, ausgeruht auf 18 Minuten, das ist auch immer gut. Wir legen uns nieder, dass wir bei Tageslicht weitermachen können. Ihr habt ihn gehört. Das war unser Stichwort. Schön. Einladende Geräusche. Im Miasma sollten wir uns vielleicht das Trankerl gönnen. Hm? Da haben wir genau eh da. So. Gönnen wir uns, Leute, ist ja wurscht. 8 Minuten. So, das heißt, wir müssen jetzt da den Bogen gehen. Sammer, wir können da weiter rüber. Da ist Hand. Na gut, wurscht, wir holen uns das jetzt. Da ist er. Na, kommt's her. Na, komm. Repariert haben wir nicht, gell? Reden wir nicht drüber. Ja. Bin auf der Kante, die fliegen. Ah, fliegen, sage ich, Bienen. Und? Schrein der Flamme, her damit! Sammeln! Wunderschön, Funken bekommen. Das heißt, wir brauchen einen Funken noch. Einen Funken brauchen wir noch. Und da. Schein der Flamme, Wegpunkt, Schein der Flamme. Haben wir auch Schein der Flamme, die haben wir schon. Den müssen wir ja eigentlich geholt haben auch, ne? Dann haben wir die Markierung weg. Was? Ein ewiger Zauber. Was ist das? Schauen wir dorthin. Niederanwarte. Werden wir sehen jetzt, wie wir da am blödesten hinkommen. Pass auf, da reisen wir mal dahin und schauen wir, dass wir da umkommen. Da sind wir vielleicht ein bisschen geschwinder. Für was haben wir das, ne? Und es wird natürlich wieder abgebaut, der Wegpunkt da drinnen. Also diese Flamme, das ist eh logisch, glaube ich, ne? In die Richtung müssen wir, gut. Da jetzt wieder mit Vorsicht, dass wir da nicht jetzt da. Dürfen aber nichts rot sein da unten, ne? Ist das der Orges? Refugium der Flamme, okay. Gut, jetzt schauen wir mal in die Richtung. Aha. Das war jetzt gut gewesen. Ui.
Mühsam, oder? Aber wie 16, von denen kriegst du ja auch Maße. Ha! Da kann man sich aufladen. Da ist eine Truhe. Wolfskralle. Was haben wir? B. Zerlegen. So, wir wollen dort um. Geht das da? Ja, da führt ein schmales Weg drüber, sehr gut. Alter Schwede. Was auch immer das Quest war. Von wem war das Quest, der ewige Zauber? Ach Gott. Ja, das heißt ja nichts mehr. Was kann man da sammeln? Glühwürmchen, die habe ich nicht gesehen. Ich bin offen und ehrlich zu. Die Frage ist, was ist da übrigens? Wieder anwarte. Unterirdischer Grabeingang. Sieht man halt ein bisschen schlecht, ne? Ui, da ist alles rot. Wahrscheinlich weniger gesund, ne? Da ist alles rot. Und da 20 Meter. Wo? Da 60 Meter. Ich will nicht. Ja. Bin gespannt, ob es da jemals was gibt, dass man sowas überqueren kann. Und wir sollten uns schon langsam Gedanken machen, wann wir nicht wieder. Mal wieder irgendwann einmal rausgekommen. Schneller ist es nicht möglich, während du im Miasma bist. Schön. Aber da ist ein bisschen viel Miasma, ne? Da müssen wir jetzt einfach nur wieder schauen, dass wir da. Wo war denn das vorher? Und der ist schon Gabengang neuer Orten mal karikatiert. Tatsächlich. Ja, wir müssen aber trotzdem aufladen, ne? Wir müssen schauen, dass wir da wieder raufkommen.
Wir müssen aufladen. Jetzt wissen wir das wenigstens. Jetzt haben wir den Eingang. So. Wurst erstellen. So. Wo haben wir denn jetzt erstellt? Bin ich schon komplett? Ja. Schaut so aus. Hat es aber so ausgeschaut, als ob da ein Platz wäre, gell? Ganz oben wahrscheinlich. Da komme ich nicht hin. Gut, das heißt. Vierer müssen wir. Finde einen Ausweg, ja, bin eh schon dabei. Was sagt er mal her? Na. Kommt er da irgendwo auf? Probieren wir es. Tatsächlich! LOL! Okay, das war jetzt ein Saumasel, würde ich sagen, ne? Tatsächlich, also das wäre ein Ausweg. Und da ist schon ein Grabengang. Den wir uns in der nächsten Folge anschauen, Leute. Schaut euch die Uhrzeit an. Danke fürs Dabeisein. War halt ein bisschen aufdecken, ein bisschen erkunden, das gehört alles dazu. Im nächsten Mal schauen wir uns diesen unterirdischen Grabeingang an, was da abgeht. Sag danke fürs Dabeisein. Leicht Nebel, aber saugeil, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi und Baba.